Hallo und herzlich willkommen bei Let's Play Some Games mit mir, dem Carnage Kevin und dem Huggy. Und das ist die zweite Folge von... Das sind vier, was du gezeigt hast. Ist egal. Die zweite Folge von Arcade Rage. Wir spielen wieder die Sega Super Mega Toll Edition, die super toll ist und sich jeden Cent wert ist. Jeden Cent. Jeder Cent ist wert. Wir starten gleich mit Golden Axe 3. Weil schauen wir mal, was uns da erwartet. Ich sehe die ganze Zeit nur Blitze und das ist super männlich und deswegen spielen wir das jetzt. Bei dir ist irgendwie alles männlich. Ja, alles so Blitze hat. Ja. Da kann man auch Two-Player spielen, also bin ich mal dabei. Guck mal, das ist ein Riesenhelm. Ja. Großer Kopf braucht einen großen Helm. Also, wir sind jetzt hier in der Charakterauswahl. Der blaue Typ ist He-Man. Der blaue ist He-Man. Die rote ist She-Man. Und das ist Indian Superhuman Man. Und das ist Jack Wire with Tiny Shorts Man. Das ist Hugh Jack Man. Hugh Jack Man. Und das im Hintergrund ist Weirdo Dwarf of Destruction. Das ist Pedo Peter. Oh Gott. So, legst du den Text oder soll ich? Now that you have been released from the evil curse, your mission is to defeat the Prince of Darkness and return with the golden eggs. Okay, das hat gereicht. Los. Straight to your face! Ja, und was macht. Das finde ich richtig schön, dass man auch blocken kann. Guck mal, ich hau ihm ins Genital. Ins Genital. Oh shit. Was machst du? Ich habe Aussehen auf dem Song geklickt. Oh. Ich kann Steine beschwören. Ja? Ja. Ich meine, es regnet direkt vom Himmel. Und als Wrestling muss drauf. Ja, ich weiß, Mr. Wrestle. Mr. Wrestle Dazzle. Hast du rausgekommen, wie man blockt? Zurückziehen und R halten. Genau. Schlag die kleinen Danke. Ja. Man verwechselt auch gerne mal die kleinen Gnome mit mir. Ja. Ich hab's das auch. Super. Ich hab alles mitgenommen. Oh, Yoshi auf Crack. Jawohl. Aber da. Nimm die Schnecke. Ups. Na, komm her. Oh, ich hab ihm eine Kopfnuss gegeben, den dicken. Oh. Kleinen. Upsi. Geil. Go, go, Power Ranger! Sieht aus wie ein riesengroßes Sibirien. Wie was? Gubis. Wie denn? Das ist schon was Ekliges. Ich treffe die Frau nicht. Wie bei jedem Date. Ich treffe die Frau nicht. Verstehen Sie? Aha! Ich treffe die Frau nicht beim Date. Wir müssen uns gegenseitig die Fresse polieren. Ich weiß, beruhig dich mal! Spin Kick! Oh Gott, wir haben es geschafft! Das war easy. Oh, das war super intuitiv. Oh, das ist so gut. Oh, so gut. So gutes Spiel. Oh, so gut. Das ist gut, das macht doch Laune. Ja, super. Was... Guck mal, die haben so detailgetreu, die haben sogar die Nippel eingezeichnet. Wo, was? Ja. Du hast. Scheiße! So, sowas hast du ein Auge. Ja, ja, die Geschichte wieder. Ah, geil! Die Geschichte wiederholt sich. Gib ihm! Gib ihm! Wenn ich ihn treffe, wird's. Und jetzt? Och, vor die Knie. Zwischendamm! Ja. So. Ja, wenn du nicht genau auf seiner Ebene bist, dann. Ja. Das nothing goes. Ist oft so, wenn man Leute zum ersten Mal trifft, wenn man da genau auf der Ebene ist. Das funktioniert die Kommunikation einfach nur. Ja, super wie du mir. Sorry. Ich hab dich getötet. Die Leber, die Arbeit ist. Die nennt sich auch Dominatrix. Ja. Jawohl. Ach, voll in der Luft geht. Ja, das war schön. Shit. Ja, du hast damit, gell? Shoryuken! Ich trau mir da gar nicht reinzulaufen, weil du down wie ein Bekloppter draufhaust. Ich bin auch super Indian Human Man. Ja. Und jetzt? Shoryu! Shoryu! Hallo! Auch mit dem Scheiß! Und, ah. Oh. Jetzt läuft's. Jetzt läuft's sogar. Ja, wir sind auch gut.
Für den Leben. Okay. Oh, ich hab ihm Head Nut gegeben. Mal gucken, was. Ach, ist das gut, oh Gott. Erwischt. Erwischt. Nimm du das? Shit. Nehmen, wenn ich die Magie anwende. Jetzt zeigst du es dem Zwerg, der noch so viel so. Oh. Sorry, das Spiel ist großartig. Weißt du, wie gut es ist? So gut, dass ich jetzt das mache. Okay. Warte, das. Sorry. Was sind das für Geräusche? Ich weiß noch. Okay, was machen wir als nächstes? Shining Force und Fantasy, da brauchen wir nicht machen. Die Shinobi? Sind, ja, machen wir Shinobi. Shinobi ist geil, das ist mit Ninjas. Nur ohne Ninjas. Mit Ninjas. Ohne Ninjas. Ninjas im Angebot. Heute nur 3,99 €. Ich weiß noch, als ich... 12 war. Ja, genau. Um den Dreh rum, oh, ich wollte immer... Ninja werden. Nicht nur das, das möchte ich heute noch werden. Ja. Deswegen hat er Hut. Ja. Der hat aber keinen Hut auf. Chinese Assassin. Ich wollte immer Shinobi haben, weil das... Der hat einen das, war immer, das war immer cool auf dem Sega. Weil Nintendo hatte ja nichts mit Ninjas. Ja, die sind ja auch kinderfreundlich. Was findest du kleiner, Ninjas oder Piraten? Ninjas. Cool. Piraten sind nicht so der Hammer. Vor allem haben die Hüte auf dem Kopf. Haben Piraten auch. Aber die sind nicht so cool. Oh Gott. Guck, da hat so einen komischen Korb am Kopf. Ja. Finde ich toll, wie jedes Mal, wenn du geduckt hast und da schießt, nochmal so als Kontrollaufsteher. So, ist das wirklich ein Wurf? Macht der Schaden? Ja. Du hast ja durch locker jetzt mal 5 Balken verloren. Ja, und? Ja, die sind, jeder Balken ist wichtig. Da war ein Rotkäppchen gerade. Ich bin der böse Wolf. Ja. Oh, ich hab ja. Vergiss meine Unterhosen zu waschen. Nicht nur das. Ich hab auf dem Sega Saturn auch einen super geilen Shinobi-Teil. Ja? Den müssen wir mal zocken. Ja. Nur ohne zocken. Wie ohne zocken? Shinobi? Ich hab's geschafft. Nee, du hast nicht geschafft. Du bist in der Höhle. Ich ja? bin in der Höhle. Du bist in der Höhle. In der Höhle. Ja. Hör auf zu. Du verbrauchst deine ganzen Muffen. Da passiert nichts. Und jetzt bist du gleich tot. Ganz. Oh, ich hab's ganz geschafft. Ja. Aber ich muss das zu was für einen Preis? Zum Preis der Unsterblichkeit. So, und jetzt versuch. Nein, nicht. Versuch drüber. Ja, und jetzt ran, ran, ran! 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 Das funktioniert so. Guck, jetzt ist er tot. Jetzt hoffe nur ran müsse. Oder raus. Gott, was ist mit dem los? Das ist ein Samurai. Ja. Ach, das ist ein Samurai. Ah, ich kann ihn zweimal schlagen. Ups. Gut gemacht. Ich weiß nicht. Und jetzt? Du musst es besser timen, oder? Ich weiß. Ja. Ja, ich glaube, das ist schon nicht gut. Nee, nee, das ist ganz schlecht. Nee, nee. Ich glaube, du musst jetzt richtig rangehen. Ich gehe mal richtig ran. Jetzt, jetzt hau ich einmal. Ja. Naja. Nimm mein Rad einfach mal nicht so an, sondern mach auch was so, wie du denkst. Ich habe ihn doch gehauen. Ja. Was soll ich nochmal machen? Ich kann, da gibt es 2 Knöpfe, die ich drücken kann. Die habe ich gedrückt. Ja. Vielleicht jetzt nicht alle gleichzeitig. Ich mache aber gern Face Rolls. Es gibt auch keine Samurais, die so komische Sachen machen doch, können. Es gibt viele. In echt, ja? Ja. In echt. Ja, echt, echt. Guck, wie ich das mache. Ja? Ja, ich weiß, ich kann es halt. Die Nation halt auch überleben. Ja, ich weiß, das mache ich, weil ich gut bin. Hast schon 1 verloren. Und 2. Nee, 3 schon, geil. Soll das gehen? Ja, so, genau. Aber verliere ich jedes Mal Leben. Hör doch auf zu werfen, wenn es oben ist. Das ist fast tot. Guck mal, wie gut ich bin. Guck! Ha! Steinspiel, Kevin!
dein Spiel, du bist der Beste, du bist der Ober-Shinobi. Hey, was? Ich bin Shinobius. Du bist Shinobi no Mono. Ja, so werde ich genannt in Afrika. Ja. Nur da. Hange dich, mein kleiner Kletteraffe. Achtung. Ja. Achtung, Achtung, Achtung. Pow, wow. Versuch dich nicht von den Wurfstangen treffen zu lassen. Warum explodiert also, die immer mit so einem furzenden Geräusch? Das bin ich. Achso. Okay. Ja, 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 ja. Ah, ich bin ja so ein Ninja, ey. Nee, bestimmt nicht. Ich bin der Ninja-Rigste. You're a Ninja. Ninja. On the dance floor. Ninja. Nicht in die Teile reinspringen. Nicht reinspringen. Du siehst doch da. Sei nicht so wütend, Torsten. Ich bin ein wütend. Doch, bist du so. Guck, so macht man das. Wir Amerikaner wissen halt, wie das läuft. Oh Gott. Oder der Scheiß. Hallo, Kiste. Oh, die Musik ist so gut. Oh, ich bin, wenn ich könnte, würde ich mir die kaufen. Ich kann es halt im Auto hören. Ich würde nie mehr mein Auto verlassen. Auto zum Kacken? Nee. Ich hab doch die Musik. Ach ja, ist doch gar nicht so fair, ey. Vorsichtig, vorsichtig. Nachdem ich das gemacht habe. Ja. Ich sehe, wie du dein Leben verlierst. Unnötigerweise. Ja. Oh, oh fuck. Hast mich runtergeblumst. Ja, es war. Also, es war echt großartig. Super Spiel. Ja. Danach kommt auch noch so noch eine geile Sequenz. Ist er da nackt, oder? Nee, nee. Also, ich habe das ja auch schon mal ein bisschen weiter gespielt. Ja, wann? Vor 200 Jahren? Ja. Und dann gibt's noch so eine so Reitersequenz. Das ist total geil. Ja. Ja. Ne, ne. Du lenkst mich ab mit deinem Netten. Ja, aber ich nerv nicht. Fuck! Ich spiele das nimmer Dreckspiel. So. Ich spiele jetzt Sonic 3D Flicky's Island. Das wird jetzt auch echt besser. Ja, wird's? Ja. Guck, da steht Sega. Und er sagt Sega! Sega! Daytona! It's Flyway! Sieht das schon so richtig aus? Ach Gott! Sieht fast so gut aus wie. Pixel so groß wie meine Hand. So. Oh, haben wir. Guck mal, das ist der Flicky-Vogel! Flicky? Kennst du noch? Ein Vogel? Ach, da ja schon. Oh! Ist 3D? Oh! Der sieht ja total scheiße aus. Komm da nicht durch. Ja, mach mal. Renn doch mal mit Dash. Mit Dash. Mit Dash. Mit Dash. Mach doch Dash. Was willst du denn von mir? Ja, da muss ich mit Anlauf andashen. Anlauf. Was? Ich hab's richtig gemacht. Ja, ja, ja. Ich hab ja gesagt, mach Dash. Oh Gott. Oh Gott, das ist gar nicht gut. Was? Ja, das ist, findest du das toll? Das sieht aus wie Spin DC mit Sonic. Das ist 3D? Ja. Das ist aber noch keine Entschuldigung für so ein Gameplay. Ach Gott. Ey. Ich weiß nicht, wo ich hin muss. Da sind noch so Pfeile. Siehst du das, die grünen nee. Pfeile? Siehst du die grünen Pfeile? Nee. Ja, genau. Ich kenn das Loch. Ne? Mama. Ich treff's nicht. Wow. Ich treff's nicht! Ach, das ist zu. Ach, mir fehlen Ringe. Oh, oh, mach mal gehen, dann gehen wir in den Fernseher. Oder? Oh, ey, da wird man schon schlecht vom Zug. Ja. Das ist. Wow. Nee. Oh Gott, ups! Oh verdammt, bin ich da drauf gekommen. Und spannend jetzt überwiegend. War da was mit Flipper? Street of Rage. Das hat sich gut an. Rage. Da kann ich ja mitspielen. Echt? Rage ist so ziemlich in meinem Namen enthalten. Karn Rage, Kevin. Kann ich mir vorstellen, Kevin Rage. Kevin Rage. Das war ein geiler Name. Kevin Rage. Kann ich mir vorstellen. Du hast mir schon zu meinem ersten geilen Namen verholfen. Ja.
bin sehr vorsichtig. Du bist Sonny Blaze. Sonny Blaze bin ich dann. Bin ich schon. Entweder bin ich Axel, Schweiß, ja, oder Skate Boy. Skate Boy. Hey, da kommt Story. Ja. Stage 1, start! Ja. Oh, das Game geht voll ab. Oh Gott, wie es abgeht. Gibt's da wirklich einen Jump-Kick, ja. Gibt's da irgendwie eine Story? Ja. Verbrechersyndikat hat hier irgendwas übernommen. Chicago? Ja, ich glaube, das ist eine fiktive Stadt. Fiktives Stadt, ja. Chicago? Ja, fiktives New York. Es gibt eigentlich in Amerika gibt es ja eigentlich nur zwei, drei Städte. New York. Chicago und L.A., oder? L.A. Und Miami. Miami. New York. Das hatten wir schon. Washington. Ich, wenn ich ein Kind wäre, auf Skateboard, auf Inliner würde ich auch ganz abgehen. Wow. Und jetzt Jumpkick. Guck mal, ich habe Susie geschlagen. Die heißt zwar nicht S-U-S-I wie Susie, sondern S-O-O-Z-I-E wie Susie. S-U-C-K-I-Y. Und jetzt gebe ich Zac Efron ordentlich eins auf die Mütze. Jawohl. So wollen wir das sehen. Am liebsten würde ich die auch nicht verprügeln, weil es so kacke aussieht. Mich? Ja. So, ich bin ein kleiner Junge. Oh. Ich heiße Skateboy. Skateboy. Gerade deswegen schon. Skateboy my ass. Danke, ey. Oh. Was ist das? Meine fette Dance Moves. Ja, du bist der Dance Master 3000. Ah, das gefällt mir. Oh. Ja, jetzt. Ah. Wenn ich eins kann, dann ist den ordentlich einen auf die Mütze zu geben, vor allem Goldie. Also wenn ich ein Typ bin mit blonden, langen Haaren, ich auch Goldie. Oh, Mr. T! Fendi Goldkettler. Danke. Ja, ich wollte noch hin. Du hast Mr. T vertrieben. Ja. Mr. T sagt, World of Warcraft ist das richtige Spiel für euch. Ja. Denn ich bin ein Nachtblutelf, Nachtelfe, Nachtelfenblutelf. Deswegen haben sie ja den WG mit Mohawk reinpackt. Ja, was? Weil die Leute das alles so geil fanden. Weißt du, was ich geil finde? Das war aber super geile Marketing-Aktion. Ja, genau. Das war viral gesehen, war das der Hammer. Ja, ja. Und was hat der William Shatner, was hat der nochmal gespielt? William Shatner war doch auch ein Spot. Nee, der hat doch einen Spot auch gemacht für World of Warcraft. Ja. Was Druide? Ich weiß nicht. Hör doch mal auf mit. Du hast Sony Blaze. Ja. Geh weg. Geh weg. Kümmer du dich lieber mal um Messerstecher Bill. Messerstecher Bill. Hey, Buffalo Bill. Buffalo Bill, welcome to Ill. Oh, Mr. T! Noch ein Mr. T! Danke. Ich helfe, wo ich kann. Was war der erste Spiel, das du jetzt 2016 gespielt hast? Was ich 2016 gespielt habe? Das erste Spiel. Sag. 2016 ist das seit einem Jahr. Hey, was? Ich schlag den. Ja. Jetzt, welches Spiel? Traurigerweise eins von dieser komischen Sega Collection. Das ist echt traurig. Jetzt war einfach für die Frage, habe ich noch eine gegeben. Ich habe ja Total Overdose gespielt. Echt? Und was? Super. Hast du ein Total Overdose? Das Total Overdose ist ein super Spiel. Ja. Hattest du eine Overdose? Nein. Das ist ein Mix aus Metal Gear Solid 5, Grand Theft Auto, halt die Fresse und Max Payne. Gott, was ist das für einer? Das bin ich. Guck mal, der hat Sit-Ups gemacht. Der denkt, er hat jetzt 5 Sit-Ups gemacht, dann geht da was. Das bin ich. Du hast keine rote Mütze und versuchst Mario zu sein. Hey, du versuchst mal da meine Gegner wegzunehmen, echt? Ja, echt Hammer. Danke. Mr. T und ich trinken hier ein bisschen Kaffee, Tee und Bier. Und
Oh, das ist ein Schwert. Schneide ich in Schasch. Messer schneiden ist für Kinder nichts oder so. Danke. Ich bin Dr. Schaschlik. Gott sei Dank, wenn du aber treffen wirst schon. Super, super cool. Ja, mir gefällt es. Ja, mega. Ist fast so gut wie mit den zwei Hippies, die der Frau die ganze Zeit hinterher rennen. Deutsch Double Dragon? Ja, genau. Okay. Zwei Hippies. Oh, cool. Der rollt mich um. Ja. Du kannst übrigens Continue Over machen, du brauchst nicht auf Game Over gehen. Ich spiele jetzt so, Axl Rose. So wie beim letzten Mal. Axl Rose! Ja. Ich bin mal schon 60 Stunden beim Warum dreh ich eigentlich dein Joypad so durch gegen? Das machen coole Kids noch. Ja, ja klar. Das ist kein, das die, kein, sind die von Mad Max? Keine Wii U. Ha? Das ist keine Wii U. Ja, aber sind die von Mad Max da, die Carries? So von Mad Max. Weil die auch Motorräder sind. Das kann jede beliebige 80er Motorradgang sein. War das in den 80ern groß, ja? Das ist bis heute noch groß. Guck mal, diese geil, wie die den Boot drin haben. Oh Gott, ich hab Garcia ordentlich einen auf die Mütze gegeben. Garcia? Garcia. Taco Garcia. Oh, den hab ich ja. Ach, den hast du voll erwischt, ey. Ach, das war so gut, ey. Nice. Ach, das ist ein gutes Spiel. Shoryuken! Oh, da ist Garcia schon wieder. Ja. Ach, komm, schnell aus. Wir bleiben sogar hier. Komm, ganz schnell aus dem Krankenhaus wieder. Ich könnte bestimmt noch lange in dem Spiel überleben, wenn ich nicht von meinem Mitspieler auch gekickt werden würde. Oh Gott, oh Gott. Was ist die Rache? Achso, das warst du? Ja. Jetzt hau nochmal drauf. Oh Gott, ich bin so gut. Oh! Sure you can. Scarab habe ich eine gegeben, ey. Gott, sieht die Scheiße aus. Ja, deswegen müssen sie auch verprügeln. Was ist bei dem los von Film, ey? Ice Tea! Und? Ist so schlecht. Wunderbares Spiel zum Entspannen. Super entspannt, ey. Ja. Ich krieg schon Herpes. Ja. Ist es so leicht zu rütteln in der Hose, ja. Also, wie viele Schiffe mit Mr. T's kommen denn dann noch, ey? Er hat voll verprügelt. Vom Donovan. Das hat sich an wie irgendwie. Holen Sie Donovan bei der Apotheke, nur 4,99. Bei Fragen zu Nebenwirkungen fragen Sie einen Arzt in der Apotheke. Donovan. Das Mittel zu Ihrer Gesundheit. YMCA. Oh, die Musik nervt ultra. Das ist halt so ein ganz beschissener Mini-Loop. Ja, und der wiederholt sich halt 5 Millionen Mal. Loop? Ja, Loop. Loop heißt ja Schleifen. Nee, ich hab gefragt nur. Ja, Loop. Ach, ist ja ruhig. Warum schlägst du Garcia, der das macht? Ja. Ja, Schmutz hat sich meinen Stiefel kannt. Oh, ey, ganze Schießladung mit Mr. Cheese. Oh, das ist ein geiles Special. Welches? Ja, den, wo du hast. Der ist geil. Oh, die sind sogar umgeflogen, obwohl ich sie nicht berührt habe. War ich. Achso. Juhu, jetzt haben wir es geschafft. Ups. Yay! Oh, das ist Bono, das ist der Master T. Ja. Ist nicht Mr. T, sondern Master T. Wenn noch ein Schlagen, dann ist er auch. Boah, oder auch nicht. Super Spiel. Ja. So gut, dass ich jetzt gar nicht mal weiterspielen will. Ja. Weil man muss halt aufhören, wenn es am schönsten ist. Ja. Sollen wir noch eins mit reinbringen oder? Ein kurz? Ach nee, das passt eigentlich doch so, denke ich mal. Wir kommen dann wieder demnächst mit einer weiteren Folge von Arcade Rage. Vielleicht wieder mit Streets of Rage.
Oder Super Thunder Blade. Or The Story of Thor. Nee, or Vector Man 2. Wir machen nächstes Mal noch was. Ja. Weil wir haben ja satte 40 Spiele hier auf der Ultimate Collection. Und wir müssen ja noch ein paar Sachen freispielen. Jetzt gucken wir mal, dass der Kevin wieder sich normalisiert. Wir können auch noch ein paar andere Sachen replayen. Wir haben ja alles Mögliche hier. Und dann noch ein paar schöne alte Spiele, wie zum Beispiel seine Contra-Spiel, wollten wir ja mal machen auf der PlayStation 2. Ja. Ist auch super schwer. Und Ninja Gaiden. Und vielleicht kannst du mal dieses eine Spiel für die Xbox da drüben rausziehen. Ne? Das ist das Xbox-Spiel mit dem Regal, linke Seite. Für die Original-Xbox müsste es sein. Barbie Pferdeabenteuer. Ja. Okay. Kevin und ich spielen nämlich demnächst das hier. Das ist Pferdeabenteuer Barbie rettet die Wildpferde. Da freuen wir uns schon tierisch drauf. Ja, vielen Dank, Mella, dass du mir das mitgebracht hast. Super Spiel. Ja, das wird bestimmt, das wird ein Knaller. Ich denke mal, das wird so quasi das Dark Souls für die 12-jährigen Mädchen. Für die Xbox werden. Ich hoffe, ihr hattet Spaß dabei und wir sehen uns demnächst in einer weiteren Folge von Arcade.